So, wir wollen anhand eines einfachen Beispieles den Begriff des Spannbaumes erläutern. Ein Baum ist ein kreisfreier zusammenhängender Graph und ein Spannbaum ist in einem zusammenhängenden Graphen ein Teilgraph, der alle Knoten umfasst und der entsprechend zusammenhängend und kreisfrei ist. Ein Spannbaum in dem vorliegenden Graphen wäre beispielsweise der folgende. Wir gehen von Knoten V0 zu Knoten V1. Von Knoten zu V0 zu Knoten V2, von V2 zu V4, von V1 zu V3, von V3 zu V6, zu V5. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir jeden Knoten erreichen, von V4 zu V7 und von V7 zu V8. Ja, das heißt, innerhalb dieses Spannbaumes kann man jetzt jeden Knoten von jedem anderen Knoten erreichen. Das ist natürlich nicht eindeutig, ein solcher Spannbaum. Wir können beispielsweise noch einen zweiten aufmalen. Ein zweites Beispiel für einen Spannbaum in diesem Graphen ist beispielsweise dieser Spannbaum von V1 zu V4. Von V4 zu V5 und zu V3, von V3 zu V6, zu V8, von V8 zu Knoten V9, jetzt fehlt noch V7, auch da nehmen wir diese Kante von Knoten V6. Ja, und auch hier in diesem Beispiel wird jeder Knoten erreicht. Ja, man sieht, beides sind Spannbäume, das heißt, diese Eigenschaft eines Spannbaumes für einen Graphen ist also nicht eindeutig.